Das Nashorn wirkt wehrhaft, als könnte ihm niemand gefährlich werden. Und doch wurde es vom Menschen wegen seines Horns, dem Heilungskräfte nachgesagt werden, gejagt. Dies hat fast zur völligen Ausrottung der Art geführt. Die charakteristischen beiden Hörner, die ihm den Namen geben, bestehen aus klebriger Hornmasse ohne festen Kern. Sie werden als Waffe gegen Artgenossen eingesetzt und wachsen wieder nach, wenn sie im Kampf abgerissen werden. Nashörner besitzen eine sehr dicke Haut, die sie gegen Dornen und Angriffe schützt. Nach den Elefanten sind die Nashörner die größten und gewaltigsten Landsäugetiere. Erwachsene Nashörner können bis zu 4 Tonnen wiegen. In Afrika leben 2 Arten von Nashörnern. Das Spitzbaul-Nashorn verfügt über ein zugespitztes Maul mit schmaler, fingerartiger Oberlippe. Nashörner sind schreckhaft. Sie sehen nicht sehr gut und nehmen bei fremden Geräuschen sofort eine Abwehrhaltung an. Sie haben allerdings einen hervorragenden Geruchssinn und ein sehr gutes Gehör. Dies ist das Breitmaulnashorn. Sein breites, eckiges Maul ist auf das Beweiden von Grasflächen spezialisiert. Trotz ihres plumpen und schwerfälligen Aussehens sind Nashörner in der Lage, über längere Strecken zu traben, überwinden auch schwieriges Gelände und können Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h erreichen. Als typische Einzelgänger halten sich Nashörner in festen Revieren auf. Dort kann man sie gut beobachten.